Liebe Bottropperinnen und Bottropper, ich habe heute die Aufgabe, Ihnen unsere neue Organisation, unsere städtische Organisation kurz vorzustellen, die unter dem Namen Bottrop Hilft agiert. Bottrop Hilft, das ist eine Truppe, bunt zusammengewürfelt aus der ganzen Stadtverwaltung. Wir haben eine Hotline eingerichtet unter der 02041 704411, also 4411, die Durchwahl. Dort können Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen, die Ihnen ganz gezielt weiterhelfen kann, wenn Sie ein Hilfsangebot haben. Das heißt, Sie sind eine ehrenamtliche Organisation und Sie haben in dieser Corona-Krise ein Angebot zu machen, die für weitere Bottropperinnen und Bottropper dann zur Verfügung steht. Oder aber Sie sind hilfsbedürftig, Sie gehören zu einer Risikogruppe, Sie sind eine Seniorin oder ein Senior, der sich hier bei uns Hilfe sucht, dann können wir Sie ganz gezielt zu Lieferdiensten weitervermitteln, die uns bekannt sind, denen wir vertrauen, oder aber auch vielleicht zu Einkaufshilfen dann weitervermitteln, damit Sie jemanden haben, der mit Ihrem Hund beispielsweise Gassi geht oder auch kleinere Einkäufe für Sie erledigt. Neben der Hotline haben wir auch eine Website eingerichtet. Wenn Sie auf die Stadt Bottrop-Seiten gehen, dann finden Sie einen Reiter Coronavirus, und wenn Sie diesen anklicken, dann wird Ihnen ein großes Herz ins Auge fallen mit der Überschrift Bottrop hilft. Unter diesem Herz finden Sie all die Angebote, die wir mittlerweile für Sie zusammengestellt haben, und auch all die Organisationen, die Ihnen halt zur Verfügung stehen. Auf diesen Seiten finden Sie auch die Weiterleitung zu einem Spendenkonto. Dort haben wir mit Ambotioniert e.V., einem Verein hier aus Bottrop, ein Spendenkonto eingerichtet, denn wir brauchen teilweise schon Geld, um die vielen Angebote, die uns ehrenamtlich erreichen, auch entsprechend unterstützen zu können. Vielleicht erzähle ich Ihnen einfach mal ein Angebot, was auf uns zugekommen ist. Und zwar hat der Paritätische Wohlfahrtsverband sich bei uns gemeldet mit der Idee, Atemschutzmasken, also nicht diese professionellen Masken, sondern selbstgenähte Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen und zu nähen. Das muss natürlich alles etwas organisiert werden. Wo können die Atemschutzmasken abgegeben werden, wenn sich jetzt Helfer gefunden haben, die sie nähen wollen? Wer näht überhaupt? Wie werden sie gereinigt? So konnten wir zum Beispiel das Unternehmen Mewa gewinnen, die uns die Atemschutzmasken dann reinigen werden und zur Verfügung stellen und wieder gereinigt zur Verfügung stellen werden. Wir konnten die Fahrer des Oberbürgermeisters gewinnen, dass sie den Abholdienst und den Bringerdienst zur Mewa halt übernehmen. Ich kann Ihnen noch von einem weiteren Projekt berichten. Das haben wir zusammen mit der St. Cyriakus-Gemeinde auf den Weg gebracht. Und zwar gibt es jetzt einen Gabenzaun, den finden Sie in der Innenstadt an der St. Cyriakus-Gemeinde. Dort gibt es einen Bauzaun. Sie haben die Möglichkeit, dort Tüten mit Dingen aufzuhängen, die nicht verderblich sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bitte kein Obst, keine Bananen, keine Butterbrote dort hinterlassen, sondern vielleicht Konserven oder Pflegeartikel, Hygieneartikel, die wir dann ganz gezielt an Bedürftige weiterreichen werden. Ja, ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gegeben. Wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie ein Hilfsangebot haben, dann können Sie sich gerne auch per E-Mail an uns wenden. Unter bottrophilft@bottrop.de können Sie uns erreichen. Wir nehmen Ihre Angebote auf, die ganz unterschiedlicher Art sein können. Also Sie sind eine ehrenamtliche Organisation und wollen uns etwas berichten oder ein Angebot senden. Sie suchen Hilfe, dann vermitteln wir Sie gezielt weiter. Sie sind eine Pflegekraft, die sich für eine stationäre Pflegestation, die Feuerwehr demnächst aufbauen wird, zur Verfügung stellen wird, also ganz unterschiedlicher Couleur. Melden Sie sich bei uns und wir vermitteln Ihr Angebot weiter. Bleibt mir zum Schluss, Ihnen wirklich von großem und ganzem Herzen zu wünschen. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, und wenn wir Ihnen irgendwo weiterhelfen können, dann melden Sie sich doch bei uns.
Vielen Dank.